Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder ein Spiel vorstellen, was nicht so häufig bisher auf irgendwelchen Kanälen auftaucht, ich aber nun mir von einem guten Freund ausgeliehen habe und wirklich sehr angetan bin davon. Und deswegen möchte ich euch gerne zeigen. Die Rede ist von Miyabi von Michael Kiesling, erschienen bei Haber für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren und dauert ungefähr, ja, so 30 Minuten, vielleicht auch mal 40, je nachdem, wie lange man überlegt. Was genau Miyabi ist, was ihr in der Spieleschachtel findet, wie der Aufbau ist, wie die Regeln sind und was mein Fazit dazu ist, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr mit dem Spiel Miyabi beginnen möchtet, dann braucht ihr ein paar Vorbereitungen. Einmal bekommt jeder Spieler einen solchen Plan. Die sind bei jedem gleich. Stellt eure Laternen bereit von jeder Farbe. Außerdem eure Punktemarker hier auf der 0 bzw. auch hier auf dieser Leiste. Wenn ihr dann die Punkteleiste einmal durchgegangen seid, legt den runden Marker auf die 1, den Startspielermarker und hier habt ihr solche Bonusplättchen. Wofür die sind, das erkläre ich euch gleich. Die könnt ihr einfach schon mal an die Seite legen. Außerdem findet ihr hier eine sehr gute Aufbauhilfe, nämlich hier seht ihr immer, wie viele Teile bereitgelegt werden müssen für 2, 3 oder 4 Spielende. Sucht jetzt die entsprechenden Teile raus. Wir legen die einfach immer hier in die Schachtel rein. Und jetzt können wir uns anhand der Rückseite ganz gut orientieren. Oder auch an der Form. Das heißt, wir brauchen viermal was Kleines. Dann brauchen wir 4 dieser lilanen Teile. Zweimal grün und zweimal diese eckigen. Und jetzt beginnt das Spiel. Wer als erstes an der Reihe ist, darf sich eines dieser Teile aussuchen. Was müsst ihr jetzt beachten, wenn ihr die auf eurem Plan einpuzzeln möchtet? Das abgebildete Symbol, also diese Sache, muss immer in der gleichen Zeile sein, wie hier vorne aufgedruckt. Das heißt, ihr könntet dieses so legen, so legen, so, wie auch immer ihr das möchtet. Natürlich darf es nicht über den Rand hinausragen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, das so zu legen, dann müsst ihr die Laterne nach vorne stellen. Ich lege es jetzt einfach mal hin, damit ihr es besser seht. Also die Laterne hier hinstellen, damit ihr einfach wisst, in dieser Runde ist in dieser Spalte schon etwas markiert worden. Jetzt wird auch schon direkt gewertet, denn ihr habt dreimal dieses Symbol in der ersten Ebene. Heißt, es gibt für euch dreimal einen Punkt. Nachdem sich jetzt euer Mitspieler ein Teil genommen habt, dürft ihr euch wieder etwas nehmen. Jetzt entscheiden wir uns für dieses Symbol. Das legen wir jetzt so rum. Das heißt, wir haben 2 mal 1, gibt also wieder 2 Punkte. Und auch hier haben wir jetzt etwas gelegt. Euer Mitspieler wäre wieder dran. Und diesmal suchen wir uns das hier aus. Nehmen wir, machen das so. Jetzt haben wir 3 mal 1, sind wieder 3 Punkte. Und auch hier geht das Ganze vor. In dieser Spalte hier jetzt können wir uns zum Beispiel dieses einzelne Teil nehmen. Das legen wir dann oben drauf. Dann sind wir schon in der zweiten Ebene, bekommen diesmal zweimal einen Punkt, also wieder 2 Punkte. Auch diese Spalte wäre dann für diese Runde fertig. Das geht so lange, bis jeder von euch entweder passen möchte, weil er von diesen Teilen, die hier liegen, nichts mehr benutzen will oder auch kann. Oder bis ihr alle eure 6 Laternen hingestellt oder hingelegt habt und somit euren Plan gepuzzelt habt. Dann beginnt Runde 2. Ihr sucht wieder entsprechend diesen Teil, dieser Vorlage eure Teile raus, stellt wieder alle Laternen hinter den
hinter das Spielfeld, rückt mit dem Rundenmarker 1 nach vorne und spielt die weiteren Runden genauso. Im Spiel zu viert sind das 4 Runden, zu dritt 5 Runden und wenn ihr zu zweit spielt, dann spielt ihr insgesamt 6 Runden. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen vorgespult und sind schon etwas weiter im Spiel. Ich möchte euch jetzt einfach noch so ein paar Sachen zeigen. Also ich kann hier noch in dieser Spalte etwas legen und habe mich für dieses Teil entschieden. Das Ganze kann ich jetzt immer wieder legen. Ich kann immer wieder auch Dinge überdecken. Das mache ich in dem Fall hier, denn ich komme jetzt in die dritte Ebene damit und habe damit 3x3 Punkte, wären also nochmal 9 Punkte auf meiner Leiste. Es ist also manchmal durchaus sinnvoll, auch Symbole zu überdecken, um damit einfach in die Höhe zu kommen. Wenn ich im Laufe des Spieles in einem Symbol die 5. Ebene erreiche, dann darf ich mir das dazu passende Bonusplättchen nehmen. Je nach Symbol sind es einfach unterschiedliche Siegpunkte, die am Ende des Spiels noch dazugerechnet werden. Möchtet ihr Teile auf etwas drauflegen, dann muss es immer so sein, dass ihr darunter eine ebene Fläche habt. Also hier habe ich zum Beispiel im Moment die 2. Ebene bei den Steinen, aber schon die 3. bei den Büschen. Das heißt, ich könnte nicht einfach hier etwas drauflegen, da es dann einfach schräg liegt. Das heißt, ich muss immer, wenn ich etwas drauflegen will, mit meiner Form passend genau auf etwas drauflegen können. Die Form darf also nicht irgendwo überstehen. Wäre also jetzt zum Beispiel auch hier, könnte ich nicht drauflegen, weil es dann hier eben im luftleeren Raum schwirrt. Im Spiel zu zweit habt ihr maximal 6 Runden, also 6x6 Teile, die ihr legen könnt. Wenn das passiert ist, dann endet das Spiel und es beginnt die Endabrechnung. Um jetzt zu schauen, wer am Ende tatsächlich Miyabi gewonnen hat, werden zum einen diese Bonusplättchen, die ihr eventuell bekommen habt, dazugerechnet. Außerdem wird immer noch geschaut in den einzelnen Reihen, wer hat mehr dieser Symbole. Also hier hätte ich jetzt zum Beispiel 3 dieser roten Bäume. Wenn ich damit die meisten habe, dann bekomme ich 15 Punkte und habe ich weniger, also nicht die meisten, dann gibt es 7 Punkte. Genauso werden alle einzelnen Symbolreihen abgearbeitet und wer dann auf dem Plan vorne liegt, der gewinnt Miyabi. Das Spiel Miyabi hat mir tatsächlich nichts gesagt, bis es ein guter Freund mit zu einem Spieleabend gebracht hat. Wir haben es zwar an dem Abend nicht mehr geschafft, aber er hat es dann dagelassen, weil er sich schon gedacht hat, das könnte uns vielleicht gefallen. Legespiele, Puzzlespiele, das ist was, was tatsächlich bei uns ziemlich häufig auch und gerne gespielt wird. Und deswegen haben wir es auch dann direkt am Tag drauf ausgetestet. Anfangs denkt man noch so, okay, was ist jetzt da die Schwierigkeit oder was ist da jetzt der Reiz? Aber wir haben jetzt sicher schon 7 oder 8 Partien gespielt. Und eigentlich ist es so, dass man schon mit dem Nehmen des ersten Steins oder des ersten Puzzleteils schon anfängt zu überlegen, wo lege ich das und wie drehe ich das jetzt am besten, um tatsächlich dann im Laufe des Spiels noch mehr Punkte machen zu können und noch mehr Dinge hinlegen zu können. Das Material ist, wie man es von Haber gewöhnt ist, eigentlich ziemlich gut, bis auf diese Pläne, auf denen man seine Puzzleteile legt. Das sind wirklich nur so ganz dünne Papierteile. Das erschließt sich mir nicht so. Also da dachte ich mir, hätte man einfach auch können eine richtige Pappe, also das einfach zumindest mal doppelt so dick machen. Ja, warum das jetzt so geraten ist, keine Ahnung. Es macht natürlich dem Spielspaß keinen Abriss, aber einfach von der, ja, vom Gefühl her hätte man da noch so einen Ticken drauflegen können. Ansonsten ist das Material, wie schon gesagt, wirklich schön. Es ist auch schön gestaltet, hübsch gestaltet. Es passt alles so ein bisschen in diese ganze japanische Gartenszenerie ganz gut rein. Die Regeln sind relativ simpel. Also ne, man weiß, man darf das immer nur in die Reihe legen, wo das Symbol dazu passt und in jede Spalte nur einmal. Dafür hat man die Laternchen. Ab und an kam es mal dazu, dass mein Mann vergessen hat, diese Laterne runterzustellen und dann hatte man plötzlich eher noch 3 und ich nur noch eine Laterne. Dann musste man versuchen, das zu rekonstruieren. Eigentlich sollte das nicht passieren, weil es bei uns ein paar Mal ist jetzt aber auch nicht so dramatisch gewesen, denken wir jedenfalls. Und wir haben schon gemerkt, wir haben so mit unterschiedlichen Ansätzen gespielt.
Einmal hat man eher versucht, schnell in die Höhe zu bauen, um diese Bonusblättchen zu bekommen. Dann hat man eher versucht, okay, im Laufe des Spiels in möglichst allen Reihen die Bonuspunkte zu bekommen, also viele Symbole noch aufgedeckt zu haben am Ende der Runde. Und ja, man kann mit unterschiedlichen Taktiken sozusagen gewinnen, mit unterschiedlichen Wegen viele Punkte machen. Das hat mir schon mal ziemlich gut gefallen, weil ich das sonst immer schade finde, wenn es so einen Weg gibt und man damit immer sicher gewinnt. Das war hier nicht. Für uns hat das Spiel einen ziemlich hohen Wiederspielreiz, weil wir wirklich jetzt schon von Partie zu Partie gemerkt haben, man kann immer noch mal ein bisschen anders bauen oder anders überlegen, mal eine andere Strategie eben ausprobieren. Wie gesagt, wir haben jetzt schon 7, 8 Partien gespielt. Es hat uns jedes Mal Spaß gemacht. Oft war auch eine gespielt und direkt noch mal eine, um ja so eine kleine Revanche auch zu haben. Insgesamt würde ich sagen, es ist eben ein Familienspiel. Es ist auch für Spielende ab 8, also durchaus für Kinder auch schon geeignet. Und ja, wenn ihr Legespiele mögt und jetzt mal noch so ein bisschen den, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen was drauf haben möchtet, also nicht nur in der Ebene puzzeln, sondern auch in die Höhe, dann könnte euch Miyabi tatsächlich auch gut gefallen. Schaut doch mal, ob es euch vielleicht irgendwo mal ausleihen könnt oder eben auch einfach im Fachhandel das Ganze bekommt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Und solltet ihr das Spiel schon gespielt haben, dann wie immer lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare, wie es euch denn gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!